schaut sich das einer an. Ich glaube, da darf ich mich bald auf eine Blüte freuen. Also sieht sehr gut aus. Ich habe mir auch schon wehgetan, denn statt wie im letzten Jahr, so wie man das hier noch sieht, hat das jetzt schon Dorn. Und ich habe so typisch, wie man mich kennt, ich habe ja überall immer meine Finger in den Pflanzen und in der Erde. Und hier habe ich es auch gemacht und gleich eine Quittung gekriegt, sehr unachtsam von mir. Naja, geht in die Blüte. Freut mich sehr, aber was ihr noch nicht sehen könnt, zeige ich euch gleich. Zunächst erstmal hallo ihr Lieben. Jetzt habe ich gerade schon losgelegt und ich mache da direkt weiter. Heute wird nicht lang geschwafelt. Hier gibt es noch was im Detail zu sehen. Erstmal die kleinere und zwar kommt dort unten auch gleich nochmal was zum Blühen, hoffe ich. Ja, und auf der anderen Seite, so jetzt könnt ihr es wunderbar sehen, da habe ich mich ordentlich verschätzt, mir wehgetan. Ja, ich glaube, das macht man einmal und dann weiß man das für die Zukunft. Und hier unten dann auch nochmal. Ah, mit den Tropfen da dran sieht das richtig schön aus. Boah, für euch nochmal aus der Ferne, bisschen von der Seite, anderer Blickwinkel. Ja, und das harmoniert hier ganz gut, ne? Also hier habe ich ja Kresse drin, hier hinten Sommergerste. Erbsen sind gar nicht gekommen, die wollten einfach nicht. Ich schätze mal, den Wühlmäusen zum Opfer gefallen. Na, wer zwitschert hier rum? Ah, da. Jetzt bin ich völlig raus, ne? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich erzählen wollte. Also der Bereich auf jeden Fall wunderschön. Ein Stück nach rechts. Hier sieht man eindeutig die Tomatenpflanzen. Die haben einen Schub gekriegt und ich freue mich auf den nächsten Teil. Da gibt es mal ordentlich Wasser nochmal. Da muss ich mich nicht drum kümmern, denn im Moment ist das echt schwierig. Ich müsste im Grunde genommen zweimal am Tag gießen. Ein paar Pflanzen sind mir deswegen auch verreckt. Bei uns war es die letzten Tage nämlich richtig, richtig, richtig pustig und dazu noch die warmen Temperaturen. Also doppelt fies. Witzig, hier ist gerade ein kleines Insekt reingeflogen. Kann ich leider nicht filmen. Würde ich euch super gerne zeigen. Aber es erinnert mich natürlich an die ganzen Wildbienen. Apropos Wildbienen, da habe ich mal was aufgenommen und da spiele ich euch jetzt mal ein. Ja, den Bereich kennt ihr eigentlich auch noch, aber der Wiesenknopf, der hat ja einen richtigen Schub gekriegt. Hier der Currystrauch, da war ich mir nicht ganz so sicher, was das ist. Irgendwie sieht es nicht nach Minze aus. Vielleicht ist es aber auch irgendeine Kreuzung. Ich habe da mal was in einem anderen Video mitgekriegt. Der Rest jetzt uninteressant. Ja, der Gemüsebaum. Hiervon rede ich. Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte am Ende. Ich habe mir, das ist eine der wenigen Pflanzen, die ich mir tatsächlich gekauft habe. Und zwar ist das der Gemüsebaum, wie gerade schon erwähnt. Und ja, bei dem ist es so, auf dem Schildchen stand, wird 2 Meter groß. Ich dachte mir so, okay, 2 Meter hier. Letztes Mal habe ich dann im Video gesagt, oder letztens im Video, ob ich da so einen guten Platz ausgewählt habe. Ich weiß nicht, wegen Schatten Richtung Kiholbeet. Muss ja alles nicht unbedingt sein. Das Ding kriegt tatsächlich einen anderen Ort. Aber aus einem ganz anderen Grund. Ich habe nämlich recherchiert, nachdem, danke da draußen in den Kommentaren stand, dass ich da noch sehr viel Spaß dran haben werde, denn das Ding wird viel größer. Die Dinger werden generell bis zu 40 Meter groß und über 1,50 Meter Durchmesser, so mal. Aber bei uns, bei unseren klimatischen Verhältnissen, was hatte ich gelesen? Ich glaube, bis 20 Meter kann es durchaus werden und trotzdem über 1 Meter Durchmesser. Also das werde ich an dieser Stelle nicht provozieren. Für meinen ganzen Garten kommt es im Grunde genommen gar nicht in Frage jetzt. Ich habe aber hinten ja ein paar Bäume und dann werde ich dem einfach ein bisschen in Konkurrenz pflanzen. Und Konkurrenz ist ja gut, hält klein. Und deswegen hoffe ich mal, dass der da hinten einen besseren Platz hat. Zeige ich euch irgendwann, wenn es dann soweit ist. Oh, da erinnere ich mich an etwas, was hinten auch wächst. Und zwar hier, aber wie ich sehen kann, schon die beste Zeit gehabt. Jetzt könnt ihr es sehen, das ist die Akelei. Wunderschön. Jetzt fällt da gerade nicht so viel Licht drauf. Und hier war auch alle schon voll Blüten. Hatte seine Zeit vielleicht gehabt, vielleicht kommt das aber nochmal wieder. Das werde ich mal beobachten. Ein Stück weiter nochmal in einer bisschen anderen Farbe. Wunderschön. Also die gefallen mir richtig gut. Die dürfen sich hier hinten gerne breit machen. Also hier gibt es andere Stellen, da kommen auf jeden Fall auch noch welche. So, hier hinten genug, da kommt nicht so viel. Übrigens hier habe ich das Judasohr, ein Pilz, die Morchel dran. Das soll über den Winter dann, Herbst, Winter dann mir ein bisschen Ernte bringen. Ich hoffe, das klappt, der Standort ist okay. Wird sich dann in der Zukunft zeigen.
Auch wenn ich Schatten werfe, hier habe ich ein bisschen ja, Chaos gestiftet, schön viel Konkurrenz. Werde aber auch dank eines Kommentars nochmal beigehen und hier Ananas-Salbei umpflanzen. Da habe ich schon einen anderen Platz im Kopf. Es gibt nämlich ein Beet, da sind ein paar Pflänzchen umgekommen. Das ist ein neues Beet, das kennt ihr auch noch gar nicht. Also dranbleiben, das werde ich euch auch bald zeigen. Hier vorne ja die Artischocken, hinten die Physalis, wow, die kommen ja schon richtig und kriegen schon erste, wow, ich bin ja überrascht, das habe ich gar nicht gesehen. Da drüben langsam anwachsen, hier habe ich jetzt Zitronenverbeni, hinten Rucola drin. Ja, habe ich schon mittlerweile vergessen, was das war. Der Geschmack wird es dann machen. Bin ich aber gerade nicht scharf drauf. Ich glaube Knoblauchgras. Und da bin ich letztens noch davon ausgegangen, dass ich das nicht mehr in meinem Garten habe. Und zwar Liebstöckel. Hier wächst er prächtig, aber hat gut Konkurrenz. Da unten ist auch noch ein Lavendel versteckt. Ja, und hier vor meiner Nase auch gerade. Oh, das sieht echt wunderschön aus. Ein kleiner Teppich von dem Inkarnatklee. Ich lasse ihn auch stehen, laufe da gerade nicht rüber. Auch wenn er trittfest ist. Muss das nicht unbedingt sein. Davon rede ich, das sieht doch schön aus. Jetzt gerade nicht so viel Betrieb, aber definitiv. Also Inkarnatklee kann ich euch empfehlen für den Garten, sehr schön. Für die Geschichte, für den Boden, also zum Drauflaufen, eignet sich nur bedingt. Ich finde es cool, an anderen Stellen ist das auch ein bisschen ja, mehr als Flechte auseinander. An den Stellen gefällt mir das schon super gut. Wenn sich das in der Richtung weiterentwickeln würde, wer weiß, in Zukunft wäre das dann ein schöner Bodendecker. Aber ich zweifle ein bisschen dran, denn ich habe hier überall die Quecke oder Quieke, wie sie jetzt letztendlich heißt. Quecke ist richtig. Und da hat sich halt bisher gezeigt, dass die Quecke stärker ist als der Klee. Dennoch, beide zusammen gehen auch ein bisschen. Ja, also gibt es ein paar Ecken, da möchte ich ihn nicht missen. Also wenn man so die Wege längs läuft, da gibt es immer mal die eine oder andere rote Stelle. Gefällt mir richtig gut. Hier könnt ihr das zum Beispiel mal wunderbar sehen. Hier ist es ein Teppich, gefällt mir gut. Wenig Quäke. Ne? Also es gibt auch andere Stellen. Das ist halt komplett unterschiedlich in meinem Garten. Es gibt einen Weg, den habe ich voll gemacht, da ist gar nichts mehr nachgewachsen. Aber so hier und andere Stellen. Ach, ich mache das weiter so. Ich werde das jetzt nicht nachsehen. Ich lasse das wachsen, so wie es ist. Halt die Wege frei. Und ja, da wird sich schon irgendwas durchkämpfen, durchboxen. Ich bin mit beiden zufrieden. Während beim Beinwell jetzt gerade eine Wildbiene ist, die möchte ich gar nicht groß stören. Ja, wächst hier fröhlich die Banane vor sich hin. Ich bin sehr zufrieden bis hierhin. Definitiv, das sind so die Blätter gewesen, die dran waren, als es frisch unten rauskam. Das ist das erste eigene Blatt quasi, nachdem ich ja, die Überwinterung abgeschlossen. Aber ich bin super zufrieden. Also dieses Überwintern hat, also so nach diesem Zwiebelprinzip, es ging auf jeden Fall rundum auf, die Geschichte. Und auch in dem Bereich sieht es super aus. Also ihr seht das vom Mulchen her, die Pflanzen, die kommen jetzt richtig raus. Die Erdbeeren stehen super da. Auch meine Versuchspflanze an der Ecke hat einen richtigen Schub nachgekriegt. Knoblauch, hier Zwiebeln. Ja, und hier neben mir habe ich noch Kohlrabi und Tomaten. Das dann gleich nochmal in der Nahaufnahme. Ja, und hier um mich herum hatte ich ja noch Erdbeerpflanzen, die ziemlich knusprig aussahen, wo ich dachte, oh, lassen wir sie mal wachsen, mal gucken, was sich da noch tut. Und es tut sich einfach überall was. Wenn ich hier sehe, was da an Erdbeeren nachher dranhängen wird. Oh, da hängen schon die ersten. Oh, wie toll. Ja, das muss ich euch ja gleich zeigen. Ne? Da ist das nicht toll. Jede Menge. Also hier hängt ordentlich was. Schön. Hier nochmal wie versprochen. Kohlrabi Azurster, also der entwickelt sich hier an der Stelle richtig gut, richtig gesunde Pflanzen, keine Löcher, gar nichts. Sieht richtig, richtig schön aus. Also das ist auf jeden Fall ein richtig schöner Standort. Und dann habe ich einmal hier und einmal hier die frühe Tomate Martina drin. Ja, mal gucken, wie das so ist. Ich habe hier überall gemulcht. Ich muss dazu sagen, für alle da draußen, die mulchen, ne? Also ich habe ja hier sehr eng gemacht. Am besten wäre es natürlich für die Pflanze, wenn man der Braunfäule entgegenwirken möchte, dass man das hier ein bisschen frei hält und da auch den direkten Kontakt vermeidet. Auf jeden Fall, wenn das gegossen ist und feucht darunter, ist das natürlich etwas, was der Tomatenpflanze dann auf Dauer schadet. Also da die Augen offen halten, aber mit der Zeit wird die Pflanze ja auch größer und hier unten wird das gar nicht mehr so dramatisch. So, ihr habt das sicherlich schon mitgekriegt. Meine Stimme ist heute ein bisschen anders. Ich merke das auch. Ich gehe so ein bisschen in Richtung Heiserkeit. Ja, die letzten Tage waren für mich persönlich sehr, sehr anstrengend. Deswegen ist meine Power ein bisschen am Limit. Jetzt habe ich aber einen guten Moment gefunden. Und heute ist der letzte trockene Tag, bevor es die ganzen nächsten Tage regnen wird.
Und ja, einen schönen frischen Gartenrundgang in den Juni rein, der kann ja nicht schaden und mir tut das meistens auch gut, hält meine Stimmung auf. Ich sitze hier und vor eurer Nase sind die dicken Bohnen, sind die nicht schön groß geworden und ja, überhaupt auch so die Blüten, die da dran sind. Das möchte ich euch mal im Nahen zeigen. Hier könnt ihr das wunderschön erkennen. Also die Blüten sind echt traumhaft. Und zwischen den ganzen dicken Bohnen wächst auch die Kapuzinerkresse. Die soll dann nachher die Läuse von den dicken Bohnen abhalten. Bei dem Beet habe ich auch ein paar ungebetene Gäste, also ein paar Kartoffeln haben sich verehrt. Ja, und am Rand und auch da vorne in dem Weg habe ich noch mal den Inkarnatklee ausgesät. Also ganz tolle Geschichte. Dieses Beet macht mir richtig Spaß. Es ist das erste Jahr mit den dicken Bohnen und das gesamte Gartenjahr. So, und das hier entwickelt sich auch wunderprächtig. Hier habe ich ja alles voll Kichererbsen. Ihr könnt sehen, sieht nach einem totalen Wickengewächs aus. Gehört wahrscheinlich auch zur Familie der Wicken. Genauso wie die dicken Bohnen, die ich euch gerade gezeigt habe. Ja, und hier vorne habe ich dann noch Erbsen. Hier sind welche nicht durchgekommen. Eine einzige, zwei, drei fehlen. Oh, zwei. Da wird sich auch nichts mehr tun. Ja, und hier hinter mir habe ich ein neues Beet angelegt. Ihr könnt das sehen, wunderbar übersichtlich. Den Haufen habe ich gelassen, auch integriert in das Ganze. Ansonsten habe ich hier jede Menge Grassoden rausgezogen. Einmal zu den Pflanzen. Hier haben wir eine Orangenverbene, dort Lavendel buschiger Natur. Das war eigentlich, meine ich, ein Mädchenauge. Habe ich eigentlich nur um 5 cm verschoben, sonst drumrum alles freigemacht. Ist irgendwie nicht durchgekommen, aber ich weiß, die kommen durch den Winter. Die sehe ich nächstes Jahr wieder, vielleicht dieses Jahr sogar schon. Ja, und da habe ich nochmal die weiße Mini-Gurke. Das hat mir jemand gesagt, die kann nicht so heißen. Doch, sie heißt so. Ich habe aufs Schild geguckt. Vielleicht ist es auch eine Eigenerfindung dessen, der Leute, die mir das verkauft haben als Werbegag. Geht bei mir durch, ist völlig okay. Ich habe mal ein bisschen fotomäßig geguckt. Ja, sie sieht stinknormalen Gurken sehr ähnlich, die hier diese Pika dran haben. Ich nenne die immer so. Ich weiß noch nicht, ob das was für mich wird. Die normalen, die schmecken mir nicht. Ich mag lieber diese, tatsächlich diese Sorten, die man aus dem Supermarkt holen kann. Das ist eher so mein Fall. Aber ich werde mich da noch weiter durchprobieren, wie jetzt an der hier. Und ja, hoffe, dass das eine oder andere dann doch noch kleben bleibt. Ja, hier vorne habe ich Kohl drin. Ich habe aber vergessen, welchen. Der zweite wurde mir weggefuttert. Der ist futsch. Ach ne, hier ist was. Es waren sogar drei. Eins, zwei. Ah, hier. Ja, das habe ich erzählt. Ein paar Pflanzen sind der Geschichte zum Opfer gefallen. Da könnt ihr das auch sehen. Das waren Malven, aber sie treiben neues Grün aus. Deswegen, da kommt wieder irgendwann was nach. Den Rest kann ich ein bisschen wegknipsen und jo, wird dann irgendwann im Laufe des Jahres noch zu sehen sein. Und hier vorne dann habe ich noch ein paar Sonnenblumen untergebracht, die ich da hinten hatte. Auch eine Kapuzinerkresse. Sie sind alle so mittelprächtig drauf, aber ich denke, das wird schon alles gut gehen. Ich sehe auf jeden Fall irgendwo, an jeder Pflanze ist irgendwo was Stabiles dran und deswegen, die werden schon durchkommen. Man sieht das ja, ne? Auch wenn die anderen nicht so toll sind. Das wird sich schon gut weiterentwickeln. Der hier lässt ein bisschen die Löffel hängen. Da fehlt auch Wasser, sehe ich gerade. Da werde ich gleich nochmal nachgießen. Da waren die Steine im Weg beim Gießen. Stand ich an der ungünstigen Stelle. Ja, das gefällt mir soweit gut. Bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich dachte auch hier vorne vielleicht Ananas-Salbei rein, was ich euch vorhin gezeigt habe. Ja, und zu der Geschichte hier, total spannend, also wirklich spannend. Die letzte Zeit hat mich ja ein Vogel begleitet in den Videos. Der ist jetzt abrupt weg seit ein paar Tagen. Und wir haben ja so ein bisschen gerätselt, welcher Vogel das ist. Und dann ging es über Buchfink. Ich habe, glaube ich, sogar mal Buschfink gesagt. Hat der Typ, der echt keine Ahnung hat von den Vogelarten. Zaunkönig habe ich gehört. Und ach, die Heckenbraunelle und was weiß ich noch alles. Nun weiß ich aber, welcher Vogel das ist. Und erstmal möchte ich euch den im Detail zeigen, denn ich habe vor ein paar Tagen hier noch ein paar Kameras aufgestellt und wollte ihn unbedingt mal einfangen, aus seiner Nähe filmen, um dann herauszufinden, welcher Vogel das ist. Und das ist mir dann am Ende geglückt. Und ich finde, das ist richtig schön geworden, denn der Teil hier wird immer gemütlicher. Hier habe ich ja die ganzen Lupini. Seht euch das an, die sehen wunderschön aus. Also die möchte ich nicht mehr missen und da sind auch meistens ordentlich
Hummeln dran. Jetzt haben sie wohl Mittagspause. Hier die tolle Steinpyramide. Wer das noch nicht kennt, ups, man sollte sie stehen lassen. Wer sie noch nicht kennt, ich habe mal ein Video zum Hortus gemacht. Das blende ich euch mal oben rechts ein. Da könnt ihr ohne Ende Tiere in eure Gärten holen. Gibt super viele Tipps, super viele Möglichkeiten. Und da erkläre ich auch, wie der Hortus aufgebaut ist. Aber das soll es an der Stelle auch schon gewesen sein. Guckt euch das Video an. Super tolle Infos, kann ich jedem nur empfehlen. Ja, und hier vorne wächst und wächst das Malven und ja, da vorne die dicke Distel. Hinter mir ist die Bank. Auf der habe ich dieses Jahr deutlich öfter gesessen als letztes Jahr. Richtig schön und das wird sich auch noch weiterentwickeln. Die werde ich nochmal wegknapsen. Ja, aber ansonsten, also richtig schöner, gemütlicher Ort ist das geworden. Richtig schön. Also hier mag ich jetzt schon richtig gerne sitzen. Richtig gerne. Ja, und gleich nebenan, könnt ihr euch erinnern, hier ist auf jeden Fall Kohl reingekommen, auch wie der da vorne. Ich glaube sogar fast zur gleichen Zeit. Nee, gar nicht. Das war auf jeden Fall später dran. So lange steht das Beet noch nicht. Ja, und hier zwischen habe ich ja mehrere Tomatenpflanzen. Die sehen auch echt toll aus. Wächst fröhlich vor sich hin. Und hier haben wir auch noch mal eine dunkle. So, und auch an dieser Stelle sind wieder Tomaten reingekommen und ihr könnt sehen, ich habe ein bisschen, ich sag mal, hier ja, Minze raus. Oh, dieser Geruch gleich, ne? Ich liebe Minze, ist voll mein Ding. Ja, hier habe ich einige Pflanzen drin. Hier Palmkohl, da vorne steht auch einer. Dort steht eine Tomate, dort steht eine Tomate. Minze, Minze. Und da vorne habe ich noch einen Salat in der Ecke und irgendwo da hinten war auch einer, aber ich fürchte, da ist er. Ja, die werden ziemlich knusprig. Also gießen ist im Moment schwierig, da wo ich noch nicht gemulcht habe. Also seht zu, dass ihr mulcht, wenn ihr mulchen könnt. Und euren Pflanzen und euren Beeten geht es deutlich besser. Also heute brutzelt das richtig. Hier seht ihr das, pudrig, obwohl ich gerade erst gegossen habe. Ja, kriegt nachher auf jeden Fall noch was nach. Ja, und hinter mir. Da entwickelt sich das auch wunderprächtig. Guckt euch die Zuckerbusch an. Also ein wunderbarer Ort, das harmoniert hier wunderbar. Auch die Salate und jetzt könnt ihr es auch sehen. Zuckerhut, Salate. Also das nicht, das Tomate. Das auch und das. So, ein bisschen am Rumspinnen. Und hier drüben, hier wollte ich noch ein Stück Totholz hinlegen. Ja, was ist hier vorhanden? Da vorne Oregano, da Oregano, Schnittlauch, Knobi. Knoblauch, Schnittlauch. Ja, und da haben wir die lila Luzi und da vorne Jalapeno. Das zeige ich euch aber in Zukunft, das ist jetzt nicht so wichtig, das ist ein Mini-Pflänzchen. Ja, so sieht sie aus. Und hier rechts passiert auch einiges und auch Erzählenswertes und das zeige ich euch jetzt. Dafür müsst ihr auch gar nicht nah ran. Ihr könnt das erkennen, hier hat sich schon einiges ausgedünnt, wurde gegessen. Jetzt muss ich aber gerade im Moment feststellen, ihr könnt mir gerne erzählen, für die Leute, die Erfahrung haben, ob das typisch ist, aber ich tippe darauf, dass das jetzt von diesem sehr warmen Frühling kommt, dass halt ja, die Pflanzen sind hier ohne Ende am in die Blüte schießen und das bedeutet auch, mein Bruder durfte das am ja, eigenen Leib erleben. War das erste Mal in meinem Garten. Wann war das denn? Gestern? Vorgestern? Ich glaube vorgestern. Und ja, die wollten ein bisschen probieren und dann hat er natürlich nur holzige Radieschen abgekriegt. Ja, also in die Blüte schießen bestätigt sich definitiv. Ich hatte ja anfangs Radieschen über den Winter, da hatte ich kein Problem, trotz Blüte und habe dem auch widersprochen. Aber jetzt auf jeden Fall in dieser Erfahrung, es geht hoch und die Dinger schmecken holzig. Ansonsten waren das echt ganz schöne Exemplare, haben wunderbar geschmeckt. Radieschen in Rot, auch die Eiszapfenradieschen kann ich empfehlen. Jetzt haut wieder langsam die Stimme ab. Ja, und ja, da könnt ihr sehen, ordentlich Möhren. Da ist gerade ein Grashüpfer durchgeflogen. Ja, und da vorne auch nochmal. Aber alles jetzt gerade nicht so wichtig. Da hat sich noch eine Kartoffel verirrt. Gurken sehen auch super aus. Ja, und somit haben wir das Ganze hier abgeschlossen und gehen mal weiter zum Indianerbeet. Ja, dieses Beet, ich muss jetzt nicht sagen, dass es mir Sorgen macht. Ich muss sagen, die zwei Kürbisse sehen super aus, denn damit existiert nicht mehr. Mein eigener ist draufgegangen und ich habe nachher noch einen von Herbert gekriegt, der hat die Stelle überhaupt nicht überlebt. Wie gesagt, bei uns war das sehr, sehr stürmisch und der Bereich hat so viel Kälte abgekriegt. Die ganzen Tage hatte der Mais auch noch ziemlich gelbe Farbe und hatte zu kämpfen. Mal Einwurzelungszeit auch berücksichtigt. Ja, hat schon jetzt gedauert, aber jetzt sieht man das langsam, jetzt kommt der. Das kann sich doch auch von der Farbe langsam sehen lassen. Also bin ich zufrieden. Überall Beikraut zwischen, da warte ich auch noch. Denn auf der anderen Seite habe ich ja nochmal nachgesät. Hier sieht man auf jeden Fall ein paar, aber ein paar fehlen auch. Damit werde ich dann wohl leben müssen. Vielleicht pflanze ich hier was zwischen, aber ich sehe, hier kommt noch eine Sonnenblume.
Ja, an der einen oder anderen Stelle habe ich auch welche ausgegraben, aber da gibt es noch mehr, die werde ich einfach auch wild wachsen lassen, wie auch in anderen Beeten. Also fast jedes Beet hat irgendwo eine Sonnenblume versteckt gehabt. Also das freut mich auch, weil ich liebe Sonnenblumen, so eine schöne Pflanze. Von dem Boden kann ich so noch nichts sehen. Ich gucke noch mal drüber. Nein, leider nein. Ja, da gedulden wir uns noch mal. Vielleicht ist es auch aufgrund der fehlenden. Oh, das könnte eine werden. Ja, vielleicht. Ja, schauen wir mal. Abwarten. Ich werde euch da wieder weiter unterrichten. Gut, schließen wir das Beet ab. Ab zum Beet hinter mir. Auch hier wunderbarer Beetnachbar wieder die Kartoffel. Ja, hier haben wir Sellerie. Hier die Tomatenpflanzen, ihr könnt die wunderbar erkennen. Ich hatte das ja auch in dem Mischkulturvideo. Mittendrin dann noch den Salat, am Rand den Knoblauch. Und da am Rand hatte ich ja die Zwiebeln gesteckt. Kann man da schon was sehen? Oh, tatsächlich, aber noch nicht groß genug, nicht zeigenswert. Ja, und hier hinter mir, hier leider ganz übel, ihr könnt das sehen. Knusper, Knusper, Knäuschen. Der Pflaumenbaum scheint hin zu sein. Ja, ich habe Klaus, das war ein Geschenk von Klaus. Wer den Klaus nicht kennt, ich hatte mit ihm mal eine sehr, sehr schöne Zeit letztes Jahr im Oktober und jetzt am Wochenende ist geplant, dass er wiederkommt. Vielleicht drehen wir auch wieder ein Video, vielleicht genießen wir auch nur die Zeit, mal gucken, wie sich das so entwickelt. Also am heutigen Tag wahrscheinlich haben wir schon eine Menge Spaß gehabt, wenn ihr das Video seht. Ja, und diesen Pflaumenbaum habe ich von ihm gekriegt. Ich hatte gar keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Ich habe natürlich gegossen und so weiter und so fort, aber das sah einfach nicht gut aus. Ich könnte mir vorstellen, dass das an dem Frost lag, den wir noch hatten. Ja, hier war gerade Bienenbetrieb. Ja, und ja, Klaus habe ich ein Video geschickt und er sagte, ja, Ding ist hin, ich nehme dir mal irgendwann einen neuen mit. Ja, Klaus, wenn du das siehst, es gibt Hoffnung. Warum gibt es Hoffnung? Weil ich habe gerade was komplett Neues entdeckt, worüber ich mich richtig freue. Das ist das, was ich meine, wenn ich die Gartenrundgänge mache. Ich komme immer in so eine Freude rein und die Natur gibt mir immer super viel zurück. Und wenn ihr wüsstet, was ich die letzten Tage alles durchgemacht habe und was noch nicht vorbei ist. Ich will mein Privates soweit nicht offenlegen, ist gerade ziemlich grenzwertig eigentlich, also ziemlich belastend und ja, wenn man dann hier im Garten ist und dann sowas Schönes entdeckt, dann ja, verändert das die Wahrnehmung natürlich und schenkt mir unglaublich viel Kraft. Also für alle da draußen, die mit Kummer durch die Welt laufen, geht ab in die Natur, wenn ihr nicht schon einen eigenen Garten habt, auf jeden Fall mehr Kontakt zur Natur, ob es ans Meer fahren ist oder durch den Wald spazieren. Die meisten, die auf meinem Kanal sind, die machen das sowieso. Aber falls du bei mir bist und sowas generell vermeidest und mich vielleicht nur verfolgst aufgrund der Unterhaltung, dann empfehle ich dir, leg den Garten zu. Es wird dir gut tun, ich verspreche es dir. Und hier die Überraschung. Wow, oder? Also ich würde sagen, der lebt noch. Da warten wir mal ab. Also das wird die Pflaume sein. Auch schön. Das finde ich noch fast viel schöner. Also tot geglaubt und ja, jetzt kommt da doch was. Klaus, du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass der durchkommt. Ja, ich wiederhole mich. Weiter geht's. Dann hier in der Ecke beim Foodchain-Stand wollte ich auf jeden Fall eine Tomate unterbringen. Ja, die braucht auch Wasser. Wo ich, boah, das ist gerade mal eine. Na gut, ich weiß jetzt noch nicht, wie lange ich gedreht habe. Halbe, dreiviertel Stunde. Sagen wir mal eine Dreiviertelstunde her. Dann haben wir da noch. Oh Gott, wie hieß sie noch? Die Prunkwinde, Tomate, wie gesagt. Das ist so ein bisschen, ne, vielleicht ist es gar nicht so klug, aber ich habe einfach mal gemacht. Hier habe ich eine Wicke. Das ist ja mein Foodsharing-Stand, noch ist er leer. Hier unten habe ich Beinwell und Artischocke, das muss ich euch jetzt nicht vom Namen zeigen. Ja, und hier ist wieder sowas. Och nee, ich glaube es ja nicht. Da sind sogar kleine Johannisbeeren dran. Ja. Aber das Ding wird seine beste Zeit gehabt haben. Aber ja, durch den Winter werde ich den schon bringen. Der wird sich mit der Zeit erholen. Vielleicht auch jetzt die nächsten Tage, weil es ordentlich schüttet. Da wird der Boden ordentlich an Wasser speichern. Daneben Beinwell. Die Ecke ist ansonsten gerade mittelspannend. Aber es kommt schon mehr in meinen Garten. Es gefällt mir. Also so alle Ecken entwickeln sich. Hier die Lemon Queen. Da unten habe ich die Herzblattlilie, da ist eigentlich auch noch was. Lavendel habe ich da vorne auch noch drin. Also, das sind so die Sachen, wo ich noch nicht wirklich bei war. Ja, hier hinter mir der Knoblauch. Wunderschön. Guckt euch die Pflanzen an. Klar, hat Quecke-Konkurrenz gekriegt, da möchte ich auf jeden Fall beigehen. Hier ist es nicht ganz so schlimm. Sieht von da, glaube ich, ein bisschen schlimm aus, weil das hier vorne halt dicht ist. Aber das ist auf jeden Fall wegmachbar. Die haben sich wunderbar entwickelt von der Größe her. Ihr erinnert euch, die waren auf jeden Fall kleiner. Hier in der Ecke gibt es nur ein paar kleinere. Und ansonsten, da bin ich gespannt, was da draus wird.
Da waren ja viele Experimente bei, auch dicht auf dicht. Vielleicht bleiben sie nachher klein und hier oben sieht es nur schön aus. Ja, das wird sich halt irgendwann zeigen, ne? Ich habe dementsprechend auch schon gedüngt. Ich denke, die sehen soweit ganz gesund aus. Ja, und hier nebenan gibt es ein tolles Beet. Hier wächst so einiges. Oh, vielleicht auch bald nicht mehr, braucht auch schon wieder Wasser. Also unglaublich. Halte ich gleich nochmal drüber. Ja, Salat, Salat. Da vorne ist auch noch ein Salat. Da ist Salat, Tomate, Tomate. Also die Reihen, ne? Drei Tomatenpflanzen dort. Ich weiß, durch den Mulch irritiert das ein bisschen. Ja, und hier habe ich dann noch eine Reihe Zuckerhut. Hier habe ich Paprikas drin. Außen ja Cube Orange. Ich glaube, ich habe das auch in einer der letzten Videos gezeigt. Die sehen ziemlich durstig aus. Also da muss ich bald mal handeln. Ja, Gartenrundgang wird nicht mehr so lange gehen. Ich muss auf den Akku aufpassen. Ich bitte überlebt noch lange, noch, da kriegen wir noch hin. Direkt dahinter habe ich hier vorne Kohlrabi drin, den Azurstar, Blödsinn, den Superschmelz, das müsste der sein. Dann habe ich hier, das müsste Blumenkohl sein. Hier habe ich noch Erbsen und so weiter. Ich habe die Hälfte schon wieder vergessen, nicht ganz so wichtig, werden wir sehen. Hier meine ich, habe ich auch noch mal Erbsen zwischen. Ich wollte das natürlich trennen, weil man Kohl ja nicht nebeneinander pflanzen soll. Würde ich mal gucken, wie das mit so einem Abstand aussieht. Irgendwas wird schon bei rumkommen und wenn nicht, ja, habe ich definitiv andere Erfahrungen gesammelt. Und hier kann ich schon wunderbar sehen, denn um den Stein herum habe ich, hier habe ich die Eiszapfenradieschen, dort habe ich wieder die roten und dort habe ich jeweils zwei Reihen mit Möhren wieder ausgesät. Ja, und hier müssen halt die Erbsen sein. Da ist eine, da ist eine, da ist eine, da ist eine. Ja, das haut schon hin. Ja, und da hinten habe ich, ach, kommt mal näher ran. Hier wird es doch wichtig, dass ihr mal euch das anguckt. So, eine kleine Insel ist noch nicht fest, da kommt auch noch mal was drunter. Es hat zu fluffige Erde am Anfang gekriegt. Oh, ist das wackelig. Ja, hier sind die Radieschen, die könnt ihr ja sicherlich schon ein bisschen sehen. Da brauche ich nicht nachher rangehen. Ja, und hier habe ich dann viermal den Idemar-Rosenkohl und hier hinten und tatsächlich umgepflanzt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie durchkommen. Ja, die Erbsen. Wunderbar. Also hier bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe einfach mal geguckt, was so generell zusammenpasst. Bis auf das mit dem Kohl sieht das alles sehr gut aus und den Kohl, das ist halt so ein bisschen Experiment. Wird schon schief gehen. Ja, und hier hinten ganz easy growing. Einfach Stöcker reingesteckt, ein paar quer und so weiter. Das wird schon reichen. Also sieht gut aus. Hier war irgendwer hinten. Ach, guck, kann man ein bisschen nachhelfen dazwischen. So. Ja, und da gibt schon einige, die sich wohlfühlen. Bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also es sind ungepflanzte Erbsen, das muss ich euch reinziehen. Ich hatte noch einen anderen Haufen und habe es einfach mal provoziert, denn nachher, ich habe, dieses Beet war ja vor kurzem noch voll mit Beikraut. Und da habe ich ja einfach mal die Ebenen angeglichen. Hier hinter mir könnt ihr es sehen, ist ein bisschen freigemäht, auch gerade Kante. Oder konntet ihr gerade sehen, Bild ist ein bisschen hier eingestellt. Ja, aber auch da und so weiter, alles ein bisschen freigemacht. Und dadurch musste ich die Ebene ein bisschen anpassen und ich hatte nachher so einen Unterschied mit den Erbsen. War nicht ganz so durchdacht anscheinend, macht aber nichts. Dafür durfte ich feststellen, hey, die können sogar auf die Art und Weise durchkommen. Die Chancen sahen ehrlich gesagt nicht so toll aus, weil die hingen echt schlapp da. Aber ja, mittlerweile haben sie sich erholt und ich bin sehr zufrieden. Und das ganze Ding, das, ne, die stecken. Das ist übrigens von meinen alten Rankhilfen. Die sind auseinandergefallen, weil das Seil nicht mehr gehalten hat, hat sich zersetzt. Und ja, letztendlich sind die Dinger hier jetzt zugute gekommen für den gleichen Zweck. Für was anderes hatte ich die noch nicht im Einsatz. Also, Erbsen sind versorgt. Und das ganze Ding hier hat ordentlich was drin. Da habe ich gespannt. Also, und auch bei Radieschen dieses Jahr. Das ist so schön. Schade, dass die einen an die Blüte gegangen sind. Ich hatte mich eigentlich in Geduld geübt, aber so ist das nun mal. Und es gibt genug anderes zum Futtern. Ja, und direkt dahinter oder direkt daneben, hier ist ja noch die Steinpyramide. Ein sehr schöner Fleck, also das gefällt mir auch richtig gut. Dann hat der Spinat Platz genommen, ist ohne Ende im Kommen, geht auch mittlerweile in Blüte, auch auf der anderen Seite. Hier hat sich Mohn breit gemacht, ich habe jetzt nur das Gras weggemacht. Ich liebe Mohn, das ist so eine tolle Pflanze und ich konnte die ja nicht wegnehmen. Wenn sie mir irgendwann lästig wird, genauso an anderen Beeten, dann zupfe ich was raus, aber solange das stehen bleiben kann, lasse ich das halt stehen. Ja, und da vorne ist der Salat und das ist total spannend zu beobachten, denn hier wächst fröhlich der Kopfsalat. Neckarriese müsste das sein. Oh, ich und die Namen. Da gibt es so ein paar Neckarnamen, das bringt mich durcheinander. Der ist schon richtig groß. Die haben doch schon so die Größe.
Na, ich zeige euch das nochmal nah. Erstmal der, wo ich gerade meine Hand dran hatte, also hier in der Mitte kommt's. Der rechts auch. Da sieht das auch super aus. Da ist noch einer versteckt. Der sieht auch super aus. Ja, und der hier ist schon richtig riesig. Also hier könnt ihr sehen. Denkt dran, meine Hand ist oben drüber. Wenn ich die jetzt auf gleicher Höhe hätte, würde es auf jeden Fall ein bisschen kleiner sein. Und ich habe riesige Pfoten. Ne? Drunter hat sich noch einer versteckt. So, und den Bereich zeige ich euch nur kurz. Das einmal rüber, damit ich hier durchkomme. Und zwar habe ich hier einmal Zucchini, die kommen langsam, das könnt ihr sehen. Hier Physalis, dort habe ich eine Physalis, aber ich sehe auch eine Ackerwende, die ganz schön groß geworden ist. Ja, aber ich lasse mal wachsen. Hier wird demnächst einmal gejätet. Da habe ich noch einen Asiasalat. Ich dachte, ich hätte sie alle raus. Da gab es doch wohl noch was. Ja, am Rand hatte ich ja eigentlich so ein paar Pflänzchen und ich glaube, nur einer ist durchgekommen. Hier haben wir noch Porree. Da ist auch noch einer. Wow. Ja, da vorne habe ich nicht wirklich was durchkommen sehen. Ich glaube, das mit dem Porree hier zwischen hat sich erledigt. Also Porree würde ich das nächste Mal auch ein bisschen vorziehen, um sie dann gezielt reinzusetzen und nicht aus den Augen zu verlieren. So war es ein bisschen doof. So, dann geht es neben dem Kiholbeet einmal zu euch rüber. Neuer Blickwinkel, so eingestellt, dass wir hier zum Mangold kommen. Und zwar diese schönen Pflanzen. Ich erfreue mich. Also ist das nicht ein... Das ist doch Kunst. Die Natur hat es drauf. Ja, schießt alles in die Blüte, sieht super, super schön aus. Ich mag auch das Farbspiel. Hier ist das so ein bisschen wie Feuer. Ich zeige euch gleich auch noch mal ein, zwei Nahaufnahmen. Wunderschön. Da guckt euch das an. Wunderschön, oder? Also eine richtig schöne Farbgebung. Nach oben geht es mehr gelb, nach unten geht es mehr rot, ins Rote. Diese wunderschönen, kräftigen Farben. Echt herrlich. Wunderschöne Pflanze. Mir gefällt auch diese Snackgröße von den Mangoldblättern. Oh, dieses... Ah, schön. Die möchte ich nicht missen. Oh, ich habe was vergessen. Fällt mir gerade ein. Denn bei dem Beet, wo wir gerade waren, da ist auf jeden Fall auch noch irgendwo eine Spur Mangold drin. Oder zwei. Ich glaube sogar zwei. Vielleicht sogar direkt da. Da haben wir den Blumenkohl. Dort waren die Erbsen. Vielleicht dazwischen. Ja, mal gucken. Es wird schön bunt bei mir wieder. Hier vorne wird noch was Schönes blühen. Ich habe mal recherchiert. Namen natürlich auch wieder vergessen. Kommt mit der Zeit. Langsam ist meine Stimme echt so... An, aus. Ja, den Part haben wir abgeschlossen. Hier vorne war ich sogar auch schon Bananenpflanze. Das ist nicht mehr ganz so wichtig. Da steht ein bisschen was rum. Kapuzinerkresse, Rotkohl. Da habe ich auch ein bisschen Kapuzinerkresse reingebracht. Auch die Erdbeerpflanzen und Kohl und so weiter. Auch eine Tomate, die Sanviva wieder. Ansonsten hier nichts Spektakuläres passiert. Ihr seht das von der Größe. Hat sich natürlich ordentlich was getan. Ne? Der Blattfend hier, der wird nachher auch richtig schön blühen. Den lasse ich natürlich so stehen. War auch eine super Naschpflanze, an der hatte ich auch richtig, richtig Freude. Also die wird da bleiben, die kommt immer wieder neu und frisch. Und gerade über den Winter, das gibt einen richtig schönen Geruch. Wenn man einen milden Winter hat oder halt so ein schönes Frühjahr, dann geht es am Anfang dann doch schön ab. Ich glaube im Februar oder im Januar, ich glaube im Februar habe ich ein Video gedreht, da habe ich da schon quasi im Beet mit der Nase gehockt und mich daran erfreut und diesem schönen Gewächs. Jetzt bin ich noch mal im hinteren Bereich, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Also hier steht mein abrissfälliges Pavillon. Hier habe ich die Salatgurke Tanja drin, die sieht seitdem sie drin ist nicht anders aus und das ist schon eine Weile. Tomate. Hier hätte ich vielleicht auch ein paar Namen, die Gartenperle, da kann ich es noch lesen. Das ist Dancing with Smurfs, deswegen Smurfs, oh, mein Englisch ist gerade nicht so gut. Ja, und hier habe ich noch die turkmenische, wie es aussieht. Ja, und hier vorne. Das ist echt, ja, es soll irgendwie nicht sein. Anscheinend geht es nicht ohne. Hier vorne hatte ich die Luffergurke. Da, ich sehe nichts mehr. Also das hat leider gelitten. War auch schon zu trocken, das sehe ich. Auch vorne gegossen. Bei uns zieht das Wasser gerade im Moment richtig weg. So, ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Es hat mich ordentlich in Schwung gebracht. Jetzt wartet noch ein richtig, richtig schöner restlicher Tag auf mich. Ist alles herrlich am Wachsen. Ich werde wahrscheinlich gleich noch einmal gießen und ja, mich dann vielleicht in die Hängematte flezen, Buch lesen. Mal schauen, wo mich das hinzieht. Ja, aber hier kann ich zufrieden sein. Ich denke, bei den Kartoffeln, das muss ich euch jetzt nicht zeigen, da gibt es ein bisschen Beikrautzeit. Die eine oder andere Stelle habe ich euch natürlich nicht gezeigt, aber im Großen und Ganzen war das, denke ich, ein guter Überblick für euch, wie es im Moment aussieht. Podest habe ich auch freigelassen, da gibt es natürlich auch noch Blümchen, die nachher entzücken werden. Waren vielleicht mal ein bisschen im Hintergrund zu sehen, auch der richtig schöne rote Mohn. Ja,
Das kommt dann. Die Erdbeeren da haben sich auch erholt, habe ich euch nicht gezeigt. Also das dann alles in Zukunft. Oh, der Salat ist auch riesig geworden. Wow. Ja, also es bleibt spannend bei mir. Ich wette, im Juni gibt es noch einen großen Gartenrundgang. Ich habe zwar großes Update jetzt immer drauf stehen, aber ich habe es auch nur drauf stehen, wenn euch eine Menge erwartet. Ich denke, das war auch diesmal so. Und mit euch gehe ich jetzt als kleine Verlängerung, nachdem ich mich verabschiede, halt nochmal zur Mohnblume hin. Allen anderen sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss, euer Lars. So, Mohn, Mohn, Mohn. So, jetzt muss ich ja irgendwie noch wieder scharf gestellt werden. Das muss ich so machen. Jetzt seht ihr mal, wie ich das immer mache. So, zack, das macht er nicht alleine. So, ich hoffe, das hat geklappt. So, jetzt müsste ich irgendwie scharf sein. So, und jetzt nehme ich euch mit. Zip. Ja, so, hier könnt ihr sehen, hier stehen noch ein paar Sachen, das ist auch durch soweit. Oh. Ach, hier mein kleiner Dschungel, das ist so schön. So, und jetzt werde ich mal umdrehen, ihr wollt was von der Mohnblume sehen. Ich liebe diese Farbe, guckt euch das an. Oh, ich war wahrscheinlich gerade doch unscharf, wie ich sehe. Tja, so ist das. Soll ich euch was sagen? In ein paar Tagen gibt es ein neues Handy, mein Vertrag wird verlängert. Und da bin ich mal gespannt, was das dann so für Videoaufnahmen macht. Wird sehr spannend, das herauszufinden. Ja, für die, die dran geblieben sind, die kriegen jetzt noch einen kleinen Ausblick. Hier ist ein schöner Urwald. Und hier vorne kann man tatsächlich durchgehen noch. So, nun aber, jetzt bin ich raus. Euch ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss, tschüss. Und weg.